Roberto Cavalli darf als bisher einziger Designer zum zweiten Mal auf den Catwalk am Liveball. Seit 40 Jahren verkörpert seine Mode Dolce Vita pur. Der italienische Modeschöpfer gilt als Mann der großen Gesten und noch größeren Leopardenprints. Das bewies er schon bei der Fashion Show für den Liveball 2001. Zwölf Jahre später besuchten wir Roberto in seinem Mailänder Tierreich, auch Villa Cavalli genannt. Im Wohnzimmer freute er sich mit Schäferhund Lupo schon tierisch auf die Show in Wien. Es ist eine Freude für diese Veranstaltung, die 50 schönsten Kleidermodelle auszusuchen. Es macht richtig Spaß, ein Revival von Cavalli zu sehen. Ich amüsiere mich dabei. Ohne Hund, aber mit Ehefrau Eva, die ja aus Vorarlberg stammt, landete Familie Cavalli gestern Vormittag in Wien. Der opulente Empfang war dann auch ganz nach seinem Geschmack. Es ist das erste Mal, dass ich einen roten Teppich gleich vor dem Flugzeug gelegt bekomme. Das ist für mich ein fantastisches Willkommen. Eine Atempause gab es für den 73-Jährigen mit Popstar-Image allerdings nicht. Schließlich stand die Eröffnung des ersten österreichischen Cavalli Flagship Stores am Programm. Ehefrau Eva platzte fast vor Stolz. Ja, genau, ganz aufgeregt. Es ist wirklich schön. Das erste Geschäft in Österreich, in meiner Heimat. Und ich habe viele Freunde jetzt auch, die halb in Wien, halb in anderen Ländern wohnen. Und ich habe gehört, dass wirklich viel Gutes gekommen ist. Er ist nicht so groß, aber wird schon noch größer werden. Kommt darauf an, wie sehr die Leute Cavalli lieben werden. Von der Society wurde er gestern jedenfalls sehr geliebt und regelrecht abgebusselt. Also ich finde super, ich mag die Kleider erst nicht gern. Und es ist ja auch ein österreichischer Bezug dahinter, weil sie ist ja Österreicherin. Und es gibt dem Ganzen jetzt ein bisschen mehr Glamour. Ich finde, dass so ein Store, so ein Abend wie heute und so ein Modelabel einfach die Stadt noch größer, noch weltstädtischer macht, als sie sowieso schon ist. Man sieht, dass der Platz Wien wichtig geworden ist für all diese Marken, um hier eine gewisse Art von Klientel bedienen zu können. Und das war vorher, glaube ich, nicht so. Weil die Leute machen ja dort nur Stores auf, wo sie das Gefühl haben, sie machen ein Geschäft. Dass Cavalli als eines der engagiertesten Modehäuser im Kampf gegen HIV und AIDS gilt, das beweist Roberto auch diesmal. Er hat extra für den Liveball eine Charity Limited Edition aufgelegt. Für dieses spezielle Event wollte ich etwas machen, wie eine Art Souvenir. Was aber auch bedeutet, shoppen ohne schlechtes Gewissen, denn der Verkaufserlös kommt zu 100% dem Liveball zugute.